koche mir gerade mein Mittagessen für die Schule, aber ist das nicht einfach die perfekte Avocado? Das ist jetzt mein Mittagessen für die Schule. Zwei Sandwich, ein paar Cashewkerne, ein Apfel. Das kommt jetzt alles hier in diese Tüte rein. Nichts Besonderes wirklich. Das ist eigentlich auch nur meine Sachen jeden Morgen rein. Ich habe in der ersten Stunde Sport, das heißt, ich muss mich jetzt umziehen. Ich bin ein bisschen spät dran, das heißt, ich muss mich beeilen. Make it. I'm not gonna make it. Oh yeah. Watch it twice, is that how it goes? Close. Hold on. Here. Alright. I got this one. You got this. Wir haben heute einfach einen Test in Sport geschrieben. Über Football. Ich glaube, ich habe ganz gut abgeschnitten. Bin mir aber nicht sicher. Mal schauen. I made it. Is it on? Yeah. Why did this take so long? I know. Pass der Sack. Good morning. Timo. Good morning. I am not going to lose. You will. Trust me, you will. No. Oh, dear God. Hey, let me see. No, I'm already out. What is your favorite part about the American high school? I like the people. Wait, like me? Like Ty? Ty. You can I hate the people here. Up. What is this? Say something. I'm saying something. I'm better. Germany. Hi, Germany. I'm better at soccer than Timo is. No, he is. You are not the best he soccer is. Player. He is. Das war mein Schultag. Ich bin jetzt noch auf dem Weg zum Fußballtraining. Das Fußballtraining ist ungefähr 2 Stunden lang. Ja, ich probiere euch mal mitzunehmen, irgendwas euch zu zeigen. Mal sehen. Ich bin gerade vom Fußballtraining wiedergekommen und gleich ist noch ein Highschool-Footballspiel von meiner Highschool. Und dort gehe ich noch mit einem Freund hin. Year 2021, General Combat Football Team under the direction of Mr. Dave Texel. Ich nehme das gerade am Samstag auf, also am Tag darauf. Ich habe vergessen, den Abschluss vom Footballspiel zu filmen. Wir sind dann nach Hause gelaufen. Es war ein bisschen gefährlich, weil die ganzen Autos sind die Straße runtergefahren. Und wir sind, weil es hier keine Wege gibt, sind wir einfach auf der Straße, also nicht wirklich auf der Straße, aber neben der Straße gelaufen. Ja, aber ich bin sicher nach Hause gekommen.
Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Monaten in Amerika, habe eigentlich eine relativ gute Erfahrung gemacht. Am Anfang hatte ich wirklich sehr, sehr großes Heimweh, aber das ist mit der Zeit auch vergangen. Wie man hört, bin ich etwas angeschlagen, da ich gestern auf nur einem Footballspiel war, wo es ungefähr 8 Grad waren, aber ich mir gedacht habe, lass mal mit dem Hoodie einfach nur hingehen. Ja, ziemlich gute Idee. Deswegen, Entschuldigung für meine Stimme. Ich konnte heute leider nicht zu meinem Fußballspiel gehen, weil ich krank bin und ich habe zwar einen Covid-Test gemacht, aber ich kriege erst das Ergebnis in 2 Tagen. Das ist hier in Amerika, irgendwie dauert es länger. Deswegen konnte ich nicht gehen und ich konnte noch nicht spielen. Mein Team hat trotzdem gewonnen. Bin ich auch froh drüber, aber wenn wir es verloren hätten, wäre es einfach unser letztes Spiel gewesen und ich hätte nicht spielen können. Zum Glück haben sie ja gewonnen. Das ist mein erster Vlog. Ich probiere so viel wie es geht, euch meinen Alltag zu zeigen, euch USA zu zeigen und alles einfach hier zu zeigen.